Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück hier in dieser Goblinburg. Bevor wir weitermachen, noch ein allgemeiner Hinweis. Heute soll laut Pressemitteilung der zweite DLC für Pathfinder Kingmaker erscheinen. Schon wieder sehr kurzfristig angekündigt, schon wieder sehr überraschend. Er heißt Warnburgs Los, glaube ich, in der deutschen Übersetzung. Warnholz Lot im Englischen, und da geht's um diese Stadt, von der wir schon wissen, ganz im Osten, um unseren Nachbar Baron. Und wenn ich das richtig verstanden habe, das Besondere an diesem DLC ist es, dass es eine ja gewissermaßen separate kleine Kampagne und Geschichte erzählt, die man nicht mal mit seinem eigenen Charakter erlebt, sondern man kann das gewissermaßen pausieren hier, dieses Spiel, und kann dann dort spielen mit einem neu erstellten Charakter das erleben. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Gruppe dazu gibt. Auf jeden Fall soll das so eine Handlung von 6 bis 12 Stunden sein. Und dann ist es so, dass die Entscheidung, die man dort wiederum trifft, irgendwas ist da los in Warnburg, die wirken sich dann wieder auf die Haupthandlung aus, und der Nachbar kommt dann wohl irgendwann an und lädt den Baron ein, irgendwie die Auswirkung dessen zu erleben, was da passiert ist. Es wird natürlich nicht genau erzählt, Gott sei Dank, nicht gespoilert. Auf jeden Fall eine ganz interessante Idee, wie ich finde. Ob das nachher gut ist, weiß ich natürlich noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, ehrlich gesagt, ob ich es spielen werde. Ich bin im Moment so ein bisschen, wie soll ich sagen, dieses Spiel ist mega umfangreich, und jetzt nochmal 6 bis 12 Stunden mit einer anderen Gefährtengruppe oder mit einem anderen Charakter zu machen. Ich bin noch nicht so hundertprozentig überzeugt, zumindest für dieses Let's Play nicht. Aber ich halte mir das zumindest offen. Ich denke, wenn wir das machen, sollten wir vorher aber erstmal mit dem Baron überhaupt mal Warnburg besucht haben. Ich denke, das ist sozusagen die Voraussetzung, und vorher sollten wir auch dieses erste DLC vielleicht erstmal angehen, dort die Wildcards, dort diese andere Geschichte erleben. Gut, soweit zur Vorbemerkung. Im Moment sieht es so aus, als ob es nicht das DLC über meinen Keyshop-Partner Games Planet gibt. Falls es das doch der Fall sein sollte, packe ich euch nochmal den Link in die Videobeschreibung oder den ersten Kommentar. Okay, hier haben wir hier den Schamanen besiegt, aber der hat zuletzt eine Drohung ausgestoßen, dass es zu spät war. Und jetzt ahne ich auch, nachdem ich Lindsays Tagebucheintrag gelesen habe, was er jetzt eigentlich meinte. Die Saat ist in allen Infizierten zur gleichen Zeit aufgegangen, weshalb Kestens Lager nun von wütenden Bestien aus einer anderen Welt überrannt wird. Wir müssen uns beeilen, ehe die Milizionäre und die überlebenden Gefangenen von diesen Monstern gefressen werden. Das ist sozusagen das, was er meinte. Gar nicht. Ich dachte, er bezieht sich irgendwie auf das große Ganze, dass es zu spät ist, dass diese mysteriöse Frau irgendwie gewonnen hat, weil ihr Plan umgesetzt wird. Nein, es geht offenbar nur in Anführungsstrichen um diesen Teil hier. Insofern hat sich jetzt unsere Entscheidung, wenn das so stimmt, als eher falsch erwiesen, dass wir nicht gleich irgendwie diese Gefangenen erledigt haben. Naja, okay, da hat sich Waylon mal wieder als zu weich erwiesen. Aber vielleicht können wir die Sache noch bereinigen. Bevor wir da runterlaufen, ich werde mich jetzt auch mal bemühen, schnell zu sein, will ich aber kurz nochmal gucken, was die hier bei sich hatten. Vor allem er hier. Ich pausiere mal nebenbei, das ist ganz gut, denke ich, glaube ich. Er hatte ein Lendenstück dabei, na großartig. Einen taldanischen Reitersporn. Oh, schön, das nächste Objekt in der Hinsicht. Ein besonderer Speer, Verderben, Lulatsche. Okay. Gegen Lulatsche, was sind denn Lulatsche? Was bezeichnen die Goblins als Lulatsche? Diese Waffe ist gegen Riesen, Menschen, Elfen, Orks und andere Humanoide gedacht, die Goblins Lulatsche nennen. Aha, okay. Ja, bestimmt keine schlechte Waffe beidhändig, aber ich denke, für keinen von uns jetzt wirklich eine Alternative, wobei man natürlich oft gegen Humanoide kämpft. Na gut, na okay, mal gucken, dann hat er noch eine Brustplatte, eine besondere, eine +2er, okay, und einen Gürtel, Körperform +4, was ist das denn? Verbesserungsbonus von +4 auf Geschicklichkeit und Konstitution. Boah, das ist ja der Hammer. 16.000, das ist ja unglaublich. +4 auf 2 Werte, das ist ja wirklich krass. So, Paragon des Winters. Dieser Ring gewährt sowohl seinem Träger als auch den von ihm heraufbeschworenen Monstern eine Kälteresistenz von 30 und eine Empfindlichkeit gegen Feuer. Gut, die muss man sich gut aufbewahren. Kann sozusagen in bestimmten Situationen mit Sicherheit helfen. Ja, großartig. Warte mal, da müssen wir aber jetzt mal in die
Gruppe gucken. Vor allem jetzt, was diese... Warte mal, was war jetzt das Besondere? Genau, dieser Gürtel. So, Geschicklichkeit, da denkt man natürlich hier insbesondere an Knock Knock. Der hat im Moment einen Geschicklichkeits plus 2. Und bei ihm, wenn wir ihm noch den 4er jetzt geben, dann geht er ja total ab. Und kriegt dadurch auch bessere Konstitution, was für ihn gar nicht schlecht ist, weil er relativ weit vorne ist. Jetzt hat er plus 9. Wird das auch direkt umgesetzt? Hier sehen wir einen... Geschicklichkeitsbonus plus 6. Das ist offenbar limitiert. Aber beim Angriffsbonus kommt das durch. Ja, ich würde sagen, das lohnt sich trotzdem. So, und den Paragon des Winters, den bewahren wir erstmal auf. Gut. Alle anderen haben, glaube ich, vergleichbar vernünftige Gürtel. Also was diese plus 2 betrifft, da brauchen wir nichts ändern. Okay. Gut. Gucken wir uns ganz schnell nochmal um, falls noch irgendwelche geheimen Objekte hier liegen. Im Zweifel müssen wir dann einfach hier nochmal hingehen. Ja, tatsächlich. Wir finden irgendwo was. Wo denn? Der Hund entdeckt eine Falle. Hund, wo ist die Falle? Ach, da. In der Kiste. Okay. Waylon erledigt das gleich. Und wir finden noch mehr interessante Sachen. Weste der 100 Taschen. Das ist eine leichte Rüstung. Verbesserung plus 200 Taschen. Diese plus 2 beschlagene Lederrüstung gewährt ihrem Träger einen Kompetenzbonus von plus 5 auf Trickwürfe. Oh, das ist auch was für Knock Knock. Da wird er noch unser Fallenentschärfer. Hervorragend. Und das nehmen wir auch mit. Okay, gucken wir uns das mal an. Waylon ist ja nicht, kann ja nicht leichte Rüstung tragen. Ich würde fast sagen, wir vergleichen das mal kurz. Also Rüstungsklasse verbessert sich dadurch auch nochmal. Wow, das ist ja wirklich krass. Wobei die Maximalgeschicklichkeit, das ist natürlich ärgerlich. Nee. Okay, die Rüstung reduziert die Maximalgeschicklichkeit. Ich nehme das mal weg. Was passiert eigentlich hier? Okay, wir haben den vollen Geschicklichkeitsbonus, wenn wir die Rüstung wegnehmen. Komplett wegnehmen. Aber trotzdem eine Rüstungsklasse weniger. Insofern lohnt sich schon die Rüstungsklasse plus 2, glaube ich. Außer man sagt, dass natürlich Berührung wichtiger ist. Dass man das dadurch stärkt. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Vielleicht ist es doch besser. Da gab es auch einen entsprechenden Vorschlag, dass ich ihn komplett ohne Rüstung laufen lasse. Robe der Luft. Haben wir zumindest gerade dabei. Schwierigkeitsbonus auf Elektrizitätszauber. Er hat ja keine Zauber. Ja, das ist jetzt eine schwierige Grundsatzentscheidung. Aber auf jeden Fall schade eigentlich. Die Weste der 100 Taschen, die ist jetzt für ihn nicht so gut. Vielleicht müssen wir Waylon doch noch irgendwie leichte Rüstung anlernen. Ja, naja, gut. Bin ein bisschen unentschieden. Ich glaube, ich gebe ihm erstmal wieder die leichte Rüstung zurück. Lederrüstung, vielleicht könnt ihr mal eure Meinung äußern, ob man sozusagen die Rüstungsklasse um ein reduzieren sollte zugunsten der Berührung plus 3. Andere Auswirkungen hat das meines Erachtens nicht. Und auf dem falschen Fuß ändert sich auch nochmal. Ach, das reduziert sich aber. Ach so, ja klar, weil das genau korrespondiert. Ja, okay, nee, ich tendiere dazu, ihm das Ding zu geben. Okay, gut, soweit dazu. Dann würde ich mal sagen, was haben wir da drüben noch? Habe ich da irgendwas gesehen? Ja, da ist noch eine Kiste. Komm, das, so viel Zeit muss sein. Ich hoffe, die Monster sind noch nicht ausgebrochen. Ah ja, sehr gut. Noch ein Thorak-Anhänger und hier... Da ist auch noch eine Kiste, die wollen wir auch noch mitnehmen. Ich pausiere mal, sicherheitshalber. Kann man ja Gott sagen, beim Looten machen. Um so wenig wie möglich Zeit zu verlieren. So, was haben wir hier noch? Alles eingesammelt. Okay, gut, dann laufen wir jetzt schnell darunter, um Kästen zu helfen. Denn wir vermuten, dass jetzt sozusagen alle gleichzeitig...
dort zu Monstern werden. Das würde durchaus auch für uns ein Problem darstellen. Ich glaube, hier gab es doch eine Abkürzung runter. Wo waren das nochmal? Hier, ne? Das würde durchaus auch für uns ein Problem darstellen, weil wir jetzt kaum noch Zauber hier parat haben. Wir könnten wirklich mal eine Rast gebrauchen. Na, mal sehen, ob wir es noch hinkriegen. So, wer kommt hier? Das sind immer noch die betrunkenen Goblins, die das alles überhaupt nichts angeht. Okay, laufen wir schnell hier runter. Wo geht's lang? Hier geht's lang. So, ich vermute mal genau, das passiert jetzt direkt, wo wir da sind. Ja, oh, verdammt, tatsächlich. Ach du Schreck. Und das sind auch keine Kleinigkeiten. Urmantikor. Kaltes Eisen ist da nötig. Okay, kaltes Eisen ist insofern gut, weil wir haben hier für die gute Valerie einmal kaltes Eisen. Da werden wir mal ihren Schild mal kurz verschieben. Ich hoffe, sie kommt damit klar und... Dann geben wir ihr die. Das ist, glaube ich, kaltes Eisen gewesen. Dann kann sie die klar machen. So, dann gehen wir ran da. Mal gucken, wie viel wir jetzt hier retten können. Okay. Ansonsten. Tja. Was haben wir noch drauf? Ich weiß es nicht. Wir können. Segen läuft noch eine Minute. Das ist okay. Ja. Dann würde ich sagen, wir können noch ein Gebet machen. Aber dazu sollten wir ein bisschen näher rangehen. Dann sind die Effekte größer. Du wirst auf jeden Fall dein Lied spielen und Waylon wird nochmal kämpfen. Und Knock Knock und der Hund, die gehen erstmal so ein bisschen zur Seite und gucken mal, wie sie da am besten rangehen können. So, geht es noch weiter? Gibt es noch mehr? Es gibt nur diese beiden. Die anderen verschwinden. Was ist denn mit denen? Die haben sowas Komisches um den Kopf. Irgendwas. Hm, nicht, dass sie auch noch explodieren nach und nach. Könnte gut sein. Dass wir jetzt hier so einen mega heftigen Kampf haben. Nee, Knock Knock. Mach mal keine Intelligenz hier. Du sollst dahin gehen, wo ich das dir sage. So, Tristan ist jetzt hier so weit, dass er, glaube ich, ein Gebet mal machen kann. Okay, das läuft. Wo gehen die hin? Die gehen da vorbei. Das ist Mist. Dann soll mal unser Hund, glaube ich, im Defensivmodus. Ja, okay, der Hund hat einen abgekriegt. Geh mal im Defensivmodus rein und Knock Knock geht normal im Angriffsmodus rein. Valerie macht das hier und ich würde sagen, unser Fernkämpfer. Nee, lassen wir erstmal das Gebet aus. Ja, genau. Unsere Fernkämpfer helfen dann lieber erstmal hier den da oben. Oh, wow, die sind sehr schnell gewesen, hervorragend. Diesmal ist jetzt Knock Knock das Ziel, das ist schlecht. Aber wir kommen doch gut klar, wie es aussieht. Mit konventionellen Waffen, sehr gut. Okay, dann müssen wir nur noch hier hinten, gibt's noch Überlebende? Oh, sind die schon erledigt worden? Ach, da oben sind noch weitere Monster. Ach, die laufen hinter den Fliehenden hinterher. Das ist ja ganz cool. Ich werde aber mal Valerie hier behalten. Ich rechne ja jederzeit damit, dass weitere Monster hier noch erscheinen. Strike! Deswegen machen wir das mal so. Der Hund läuft vor. Und Valerie... Ah, Moment. Ach, schaut mal. Da sind auch noch welche da ganz hinten. Okay. Dann schicke ich erstmal Valerie dorthin. Vielleicht kann die zumindest die ablenken, die Stellung halten. Mal gucken, wie viel wir retten können. Es sind doch auch noch einige, die jetzt nicht befallen sind. Insofern war das vielleicht doch keine so schlechte Aktion. Unser armer Hund hat einen kritischen Treffer bekommen. Achso, Knock Knock könnte jetzt auch mal rangehen. Ja. Aber das war's dann schon. So, Valerie rennt dort ganz tapfer rüber. Ich würde sagen, wir lassen mal den Hund hier und kämpfen jetzt erstmal nur mit den Fernkämpfern gegen den. Und der Hund hält da so ein bisschen die Stellung, während Valerie tapfer dort vormarschiert. Oh Gott, die Ärmsten. Hm, wartet mal.
Kommt es jetzt zu einem neuen? Nee. So ein bisschen unübersichtlich. Wo hier was gerade passiert. So. Ob die das überleben? Ich weiß es nicht. Valerie, geh mal da. Nee, der ist tatsächlich gestorben. Verdammt, wir kommen zu spät. Wir können nicht jeden retten. Wende dich um, wende dich um. Ah, auch nicht geschafft, okay. Zwei sind leider gestorben, mindestens zwei. Die anderen haben wir nicht gesehen. Immerhin. Ich glaube, das war's, oder? Okay, dann hielt sich der Schaden jetzt doch noch einigermaßen in Grenzen. Gut, gucken wir uns hier nochmal um. Wir können noch die Monster häuten. Und vermutlich sollten wir mal gleich mal mit Kästen sprechen über die Ereignisse. Aber ich gucke mir hier nochmal Sachen an. Hier sind, glaube ich, noch... Ist da noch was Neues dazugekommen? Ah, ich glaube nicht, nee. Das können wir, glaube ich, ignorieren. Okay, gut. Was meint Kästen denn dazu? Kästen atmet tief durch und überblickt das blutige Schlachtfeld. Euer Gnaden, wie kann das sein? Die Menschen, die Gefangenen aus dem Lager, sie sind alle explodiert. Einfach so. Ach, Kästen hat... Hä? Kästen muss doch mitbekommen haben, was hier los ist. Okay. Der Schaman hat etwas von einer Jahreszeit der Blüte gemurmelt. Offenbar haben die Samen alle in Portale verwandelt, die sie geschluckt haben. Die tun so, als ob sie jetzt das Phänomen erst verstehen. Kästen wischt sich die Stirn ab. Wenn alle Samen aufgeblüht sind, aber da beschütze uns. Die Hauptstadt ist voller Infizierter, sowohl auf den Straßen als auch in Kafkens Hospiz. Kästen wendet sich zu dir. Ihr müsst in die Hauptstadt. Ich suche weiter nach der Quelle der Samen. Der Schamane hat einen Ort flussaufwärts erwähnt, Lamashtus Schoß. Er ist die Quelle der Samen. Dann sammle ich meine Männer und breche auf. Kästens Blick verdüstert sich und er kneift die Augen zusammen. Ich schwöre bei meinem Leben, dass ich diesen Schoß finde und die Quelle der Krankheit vernichten werde, euer Gnaden. Aber Kafken, die Götter seien ihm gnädig, hat niemanden, der ihn verteidigt. Und die Bürger, reicht die Stadtwache aus, um den Angriff dieser grauenhaften Kreaturen abzuwehren? Kästen verstummt einen Moment und legt... Besorgt die Stirn in Falten. Nein, ich muss flussaufwärts gehen und sicherstellen, dass es keine neuen Samen gibt. Ich muss diesen Fluch an seinem Ursprung ausrotten. Meine Güte, der entwickelt ja hier eine Eigeninitiative. Ihr müsst selbst entscheiden, euer Gnaden, wo ihr dringender gebraucht werdet. Rott wird seine Patienten bis zum Äußersten verteidigen. Was mich angeht, Kästen runzelt die Stirn, auch ich tue das. Alles, um diesem Grauen ein für alle Mal ein Ende zu machen. Tja, das ist jetzt eine spannende Frage. Das heißt, wir müssen uns hier entscheiden, ob wir zur Quelle gehen oder in die Hauptstadt gehen und die Sache Rott überlassen in der Hauptstadt. Das ist ja eine schwierige Entscheidung. Was wird aus den Überlebenden im Lager? Die meisten, die die Öffnung der Blüte überlebt haben, sind geflohen. Ich hoffe, sie finden nach Hause oder erreichen die Hauptstraße und werden von den Patrouillen aufgegriffen. Denkst du, Kafken hält bis zu meiner Ankunft durch? Wenn du sofort zur Hauptstadt aufbrichst, ja. Wenn du allerdings zu Lamashtus Schoß gehst... Kästen runzelt die Stirn. Rott ist kein Krieger, euer Gnaden. Er ist ein Priester. Er wird seine Schäfchen bis zum Äußersten verteidigen, aber vermutlich ist er schon längst zu seinem Gott heimgekehrt, wenn wir ihn nicht rechtzeitig erreichen. Lamashtus Schoß, dort muss es von Monster wimmeln. Kommt ihr damit zurecht? Kästens Miene wird zu einer Maske. Ich weiß nicht, Baron, ich kann's nicht versprechen. Er grinst. Aber wir haben wohl keine andere Wahl. Warum gehst du nicht zur Hauptstadt? Ja, genau, er könnte zur Hauptstadt gehen, ich gehe zum Schoß. Nein, euer Gnaden, ich muss die Quelle dieser Samen finden, um jeden Preis. Das ist meine Entscheidung. Kästens Miene ist eisern. Und das ist das letzte Wort in der Angelegenheit. Wow, okay, das ist ja ein toller General, der hier nicht auf meine Entscheidungen achtet, sondern seine eigenen fällt. Also, ich finde Kästen Eigeninitiative in allen Ehren, aber ist ein bisschen zu viel und zu selbstständig, der Typ. Okay, aber wir sind nicht in der Position,
jetzt hier noch so einen Verbündeten zu verlieren. Geh zu Lamashtus Schoß, Kästen. Ich treffe eine Entscheidung und breche später auf. Kästen nickt. Trödelt nicht, Baron. Wenn ihr zum Schoß geht, holt ihr meine Soldaten gewiss ein. Wenn ihr zur Hauptstadt geht, trefft ihr hoffentlich rechtzeitig ein, um den Leuten dort zu helfen. Aber da schütze euch. Okay, das Blöde ist, dass ich nicht weiß, ob wir die Zeit haben, um eine Rast zu machen. Das ist eine schwierige Sache. So, was schreibt denn Lindsay dazu? Die Hauptstadt verteidigen. Wir konnten mehrere Personen retten, aber was ist mit den schutzlosen Männern und Frauen in der Hauptstadt? Wir müssen sofort zurück, um die Untertanen seiner Gnaden zu retten. Endlich haben wir den Ursprung aller unserer Probleme gefunden. Eine Höhle mit dem unscheinbaren Namen Schoß Lamashtus. Sie müsste irgendwo flussaufwärts sein. Wir müssen sie schnellstens finden. Okay, also ich denke, alles spricht dafür, jetzt in die Hauptstadt zu gehen, meines Erachtens. Das dürfte meine Entscheidung sein. Das Einzige, was ich nicht weiß, ob wir die Zeit haben für eine Rast oder ob die Zeit so knapp ist, das ist die große Frage. Die ganz große Frage. Naja. Liebe Leute, ich würde mal sagen, dass wir, bevor wir dorthin aufbrechen, dass ich dort hier noch ein bisschen die Monster plündere und dass ich oben dort, wo ich noch nicht war, in der Goblin-Burg, dass ich da auch nochmal gucke. Also die Zeit haben wir mit Sicherheit. Ja. Aber ich denke, das kann ich off-cam machen. Da wird nichts... Oder? Na, ich weiß es nicht. Kommt man jetzt hier von unten auch hoch? Nee, man muss jetzt echt den langen Umweg gehen. Nee, man kommt auch hoch, oder? Ach nee, Wayland geht jetzt um... Nee. Okay, dann müssen wir leider den Umweg gehen. Und zwar, es geht darum, dass wir hier, schaut mal, hier sind noch irgendwie Goblins. Hier die Ecke haben wir noch nicht überprüft. Und hier und diesen Bereich, den kennen wir noch nicht. Den will ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Na los, machen wir das hier noch gemeinsam. Ist jetzt auch nicht so weit entfernt. Gut, die hatten wir alle schon überprüft, wenn ich mich recht entsinne. Warum geht der eine Teil der Truppe dort lang? Ah, jetzt soll es recht sein. Okay, dann gucken wir mal. Aha. Rüstungsarmschienen plus 4? Wow. Wow. Was hat sie denn eigentlich hier? Warte mal. Achso, das ist ja für unsere Zauberer. Das vergesse ich jedes Mal. Diese plus 4er hat Wayland schon. Das heißt, das ist jetzt aber dann doch eine Variante für Knock Knock. Wenn wir ihm die Rüstung wegnehmen und die Armschienen geben. Ja, das ist besser. Das ist besser. Wo haben wir die jetzt? Hier. Also, Lederrüstung weg. Armschienen an. Dann hat er 28. Ja, perfekt. Das ist perfekt. Das ist die beste Variante. Und... Wow, mit 28 steht er echt deutlich besser da als Amiri. Das gefällt mir richtig gut. Prima. Sehr, 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 sehr gut. Okay. Das hat sich absolut gelohnt, hier nochmal herzukehren. Zurückzukehren, meine ich. Herzukehren. Und, noch eine Falle, beinahe reingelaufen. Stopp, alle Mann. Und da unten war noch ein Stein, verdammt, warte mal. Zu dem gehen wir nochmal schnell. Wer weiß, was wir da noch finden. Ah ja. Ja, das ist ja pures Geld wert. So. Hier waren wir, glaube ich, doch schon. Okay, liebe Leute, dann ist der Moment gekommen, wo wir diese Folge beenden können, mit gutem Gewissen. Ich tendiere dazu, einfach aus Vernunftsgründen zu sagen, wir werden einmal rasten, bevor wir in die Hauptstadt kehren. Ich meinte, was nützt der Bevölkerung, wenn wir dort völlig geschwächt und machtlos ankommen?
Das scheint mir sinnvoll zu sein. Also, das dann das nächste Mal und dann wollen wir mal sehen, wie schlimm es dort steht in Funkelwacht. Also, bis dahin macht's gut, euer Steinbein.